Vielen Dank, Karl-Heinz, und vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, ich bin gar nicht so ganz sicher, ob ich den Nachfolgerinnen und Nachfolgern und Kandidatinnen und Kandidaten etwas mit auf den Weg geben möchte. Möchten schon, aber ob es klug ist, das zu tun, bin ich immer hin und her gerissen. Denn ich versuche eigentlich, auch jetzt den Wechsel so gut zu machen, wie ich hoffe, ich meine Arbeit gemacht habe. Und das ist nicht leicht, das gebe ich auch zu. Es fällt mir auch nicht leicht, heute hier zu stehen. Aber ich finde trotzdem, dass es richtig ist und ich versuche das mit der Zurückhaltung zu machen, die nötig und angemessen ist. Es ist natürlich von mir kein Rückzug und es ist auch nicht so, dass die Begeisterung, meine Begeisterung für das europäische Projekt geringer gewesen oder geworden wäre. Ganz im Gegenteil, das ist es nicht. Meine Begeisterung ist noch so groß wie zu jedem Tag. Sie ist eigentlich eher größer geworden. Und mein Engagement für dieses Europa, für dieses soziale und demokratische Europa, das noch viel sozialer und demokratischer werden müsste, und sozialdemokratischer werden müsste, ist auch nicht gebrochen oder auch nicht gestört. Und deshalb werde ich auch nach meiner Zeit als Europaabgeordnete hoffentlich an anderen Stellen mithelfen können, an anderer Stelle das zu tun, was ich richtig und wichtig finde, dieses Europa, diese Europäische Union sozial und gerecht zu machen und sozialdemokratisch zu machen. Und 150 Jahre SPD heißen auch, dass wir unser Land und unseren Kontinent aufgebaut haben, zusammen mit anderen engagierten Menschen aus Gewerkschaften, Unternehmen, Vereinen, Nachbarschaftshilfen, Glaubensgemeinschaften, allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Wir alle können stolz darauf zurückblicken, dass wir das Frauenwahlrecht ebenso erkämpft haben, genau wie Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte. Wir waren es, die Nein zum Ermächtigungsgesetz gesagt haben und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben dafür einen furchtbaren Preis unter den Nazis zahlen müssen. Und auch in der DDR waren es wieder unsere Genossen, die dort zum Feind erklärt wurden und die Verfolgten getötet wurden. Wir können stolz sein, dass wir in der Geschichte auf der richtigen Seite gestanden haben. Willy Brandt hat als ganz junger Berliner Bürgermeister eine kritische Generation in Deutschland versöhnt. Und er war es, der für die Verbrechen der Nazis am Denkmal des Warschauer Ghettos kniete, obwohl er selbst völlig frei von Schuld war. Für seine Ostpolitik wurde er als erster Regierungschef in Deutschland mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und es war für mich extrem bewegend, vor einigen Wochen zu sehen, dass Martin Schulz im Dezember in Oslo wieder stand und als Sozialdemokrat stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger in Europa diesen wichtigen Preis entgegennehmen durfte. Und es scheint, dass jede Maßnahme dieser schwarz-gelben Regierung nur ein Ziel hat, einen parteitaktischen Vorteil zu erzielen. Das ist angesichts der Herausforderung, vor der wir stehen, und angesichts der Bedeutung der europäischen Einigung für unser Land eine erbärmliche Bilanz. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir als Berliner wissen doch ganz genau, was wir an Europa haben. Denn wir können und sollen uns erinnern, und auch gerade in Zeiten, in denen das europäische Projekt unter Druck steht, wie es war mit der bitteren Trennung unseres Kontinents und unseres Landes, die mitten durch unsere Stadt ging. Es ist ein unglaubliches Wunder, dass Deutschland nach 1945 noch einmal die Chance bekam, mit aufrechtem Gang in die internationale Völkergemeinschaft zurückzukehren. Wir sollten nicht vergessen, dass es unsere Nachbarn waren, denen wir viel angetan haben, mit denen wir Kriege geführt haben, die es aber trotzdem ermöglichten, dass zunächst Westdeutschland und später dann Gesamtdeutschland als geachtetes Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt worden ist. Das ist auch das Ergebnis dieser europäischen Einigung, Genossinnen und Genossen, die jetzt so sehr in Frage gestellt wird. Denn wenn wir den Umfragen Glauben schenken, behaupten die Umfragen, dass die Leute keinen Bock mehr auf Europa haben. Sie haben keinen Bock mehr auf diese EU. Ja, sie glauben, dass es Deutschland besser ohne Brüssel und ohne den Euro ginge. Während uns viele Menschen gleichzeitig weltweit um diese EU beneiden und in vielen Regionen sogar versucht wird, etwas Ähnliches hinzubekommen. Ja, ich weiß, Genossinnen und Genossen, Europa nervt. Europa nervt viele von uns. Europa nervt mich auch, wenn ich lese, dass das so aussieht, als würden wir uns mit Olivenölkännchen beschäftigen, die auf Tischen stehen. Nein, das tun wir nicht und es ist uns eigentlich auch egal, wie das mit den Olivenölkännchen ist. Aber solche Dinge sind es, die Menschen von uns wegtreiben und von der Europäischen Union wegtreiben, weil sie glauben, dass wir nicht erkannt haben, welche Probleme es wirklich gibt. Viele Menschen in unserem Land und auch in der Partei sind der ganzen EU überdrüssig geworden. Und als Europapolitikerin, die ich bin und die ich wahrscheinlich immer bleiben werde mein Leben lang, als glühende Europäerin sage ich euch, ich verstehe das. Ich verstehe, dass die Leute einen Hals haben auf die Europäische Kommission, diese ganze EU, die in manchen Bereichen in so marktradikalen Wahn zu verfolgen scheint. Ich verstehe es, wenn der Kopf geschüttelt wird, wenn die Staats- und Regierungschefs Programme für Südeuropa beschließen, die vor allem Familien, Rentner, Arbeitslose und Kranke treffen und die Verursacher der Krise, die Zocker und die Spekulanten, ungeschoren lassen.
Ich verstehe diese Kritik, aber gleichzeitig muss ich sagen, die mehrheitlich marktradikalen Bestimmer in Europa haben einen politischen Hintergrund, und den sollten wir uns immer im Kopf behalten. Der wird nämlich immer höflich verschwiegen, wenn die EU angeblich wieder Mist gebaut hat. Das ist nämlich nicht die EU, sondern es sind die schwarz-gelben Regierungschefs aus der ganzen Europäischen Union in der Mehrheit und ihre EU-Kommissare, die dieses Europa verkörpern, das die Menschen ablehnen. Es ist ein Europa, das von konservativen und marktradikalen Ideologen regiert wird und das trotz aller Reformanstrengungen, die den Menschen in den Krisenstaaten abverlangt werden, nicht aus der Krise herauskommt. Europa wird schlecht regiert, ebenso wie Deutschland in unseren Tagen unter Wert regiert wird. Aber wegen der schlechten Merkel-Rösler-Regierung ist doch nicht Deutschland als Land schlecht oder sollte abgeschafft werden. Nein, weil Deutschland schlecht regiert wird, gehört diese Bundesregierung abgewählt, und das können wir am 22. September 2013 tun. Dafür lasst uns kämpfen. Wir wollen so auch die Hoffnungslosigkeit beenden, die in vielen Regionen herrscht und die ich nachvollziehen kann und für die ich mich manchmal schäme. Wenn man sich die dramatischen Arbeitslosenzahlen anschaut, die in vielen Krisenländern herrschen, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll, wenn ich mit meinen spanischen oder griechischen Genossinnen und Genossen rede. Ich will, dass von unserem Kontinent wieder der Glanz ausgeht, den er lange besaß, als er als das europäische Gesellschaftsmodell galt in der ganzen Welt und für viele das Vorbild war, weil in unseren Gesellschaften jeder eine Chance hatte zum Aufstieg und jeder eine Chance hatte, in seinem Leben etwas zu gestalten und zu machen. Die Lage ist aber dramatisch. In weiten Teilen Europas haben Jugendliche überhaupt keine Chance, einen Job zu finden. In Spanien ist mehr als jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Vom griechischen Arbeitsmarkt ist es noch alarmierender. Fast die 2/3 aller Jugendlichen haben dort keinen Job. In ganz Europa klettert die Arbeitslosigkeit auf immer neue Negativrekorde. Und junge Menschen bezahlen mit ihren Lebenschancen für eine Krise, die sie nicht verschuldet haben. Es ist eine Schande, dass in unserer Mitte auf dem reichsten Kontinent der Welt eine verlorene Generation heranzuwachsen droht. Die jungen Menschen werden um ihre Zukunft betrogen und wir dürfen dabei nicht zusehen. Das ist kein Wirtschaftsproblem, das ist ein eklatantes Gerechtigkeitsproblem, das uns alle in Europa angeht. Und wenn ich dann sehe, dass diese konservativ-liberalen Regierungschefs in der mehrjährigen Finanzplanung gerade einmal für 27 Länder für 7 Jahre 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wollen, um jugendlichen Arbeitslosen zu helfen, dann ist das eine lächerliche Zahl, Genossinnen und Genossen. 6 Milliarden klingt viel, es ist nicht viel für 27 Länder, für 500 Millionen Menschen für 7 Jahre. Es ist wenig und es ist erbärmlich, wenn wir uns den Haushalt der Europäischen Union ansehen. Denn eine solche Arbeitslosigkeit, die ich gerade beschrieben habe, ist obszön. Und wer dann trotz dieser Zahlen und den Schicksalen, die sich dahinter verbergen, meint, man könne in Südeuropa bei Rentnern, Familien, Arbeitslosen und Kranken weitersparen, der versündigt sich eben am europäischen Gesellschaftsmodell und will das offensichtlich verändern. Marktkonforme Demokratie hat die Bundeskanzlerin ihre Vision für unser Land und die EU überschrieben. Und selten, fand ich, hat sie sich dabei so tief in die Karten schauen lassen, als sie diesen Begriff in einem unbedachten Moment fallen ließ. Die Idee der marktkonformen Demokratie, dieses Konzept und die Geisteshaltung, die dahinter steckt, widerspricht allem, wofür wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit 150 Jahren und ich mein gesamtes politisches Leben kämpfe. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder und jede, die Abgeordnete in einem Parlament ist, dies mit ganzer Seele und ganzer Kraft tut. Das ist nichts, was jemand von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends tun kann. Das erfüllt das ganze Leben. Das erfüllt das Leben Tag und Nacht und auch am Wochenende, und das erfüllt auch immer das Denken. Das hat oft einen hohen Preis. Manchmal ist der Preis der Gesundheit, oft ist der Preis ein schlechteres oder nachlassenderes Privatleben. Wer Abgeordneter ist in einem Parlament, muss bereit sein, sein ganzes Leben diesem Parlament unterzuordnen, sonst ist der oder die Person keine gute Abgeordnete. Wir haben heute ein tolles Team für den Deutschen Bundestag zusammengestellt, und bei all denen bin ich überzeugt, die wissen ganz genau, was von ihnen erwartet wird. Das ist etwas, was leider wirklich tatsächlich das ganze Leben erfasst, und so muss man das wirklich wollen. Wenn ihr mich vor 24 Jahren gefragt hättet, ob ich das gewusst habe, was auf mich zukommt, das habe ich nicht gewusst. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ihr mich gefragt hättet. Ich habe genau wie viele andere, die Politik machen, in dieser Zeit viel erlebt, viel persönlich erlebt. Ich habe Schicksalsschläge erlebt, in jeder Hinsicht.
Und es hat mir gut getan, dabei als Sozialdemokratin zu wissen, dass ich in einer Gemeinschaft lebe. Es hat mir gut getan, als Sozialdemokratin zu wissen, dass es Menschen gibt, die solidarisch mit mir sind und die mit mir fühlen. Und mit der Kraft konnte ich auch meine Arbeit so machen, wie ich sie machen konnte. Ich glaube, ich habe sie gut gemacht. Ihr habt es immer gefunden, aber ich glaube, viele Menschen in Brüssel denken das sogar vielleicht auch, ja, weiß nicht, noch mehr. Aber es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wer auch immer mein Nachfolger, meine Nachfolgerin wird im Europäischen Parlament, wird es jemand sein, der das genauso macht, der genauso weiß, dass es etwas ist, was alle Arbeitsbereiche umfasst und nicht nur einen, das ganze Leben umfasst. Und Genossinnen und Genossen, wie es mir geht, geht es auch anderen. Ich sehe Eva gerade. Jemand, der Abgeordneter ist, muss sich wirklich für andere Menschen interessieren. Man muss wirklich ein tiefes Interesse an anderen Menschen haben. Sonst ist jemand nicht gut. Und jeder und jede muss das immer wieder wissen. Wir wollen immer miteinander zusammenarbeiten. Und dafür müssen wir wissen, mit wem wir arbeiten. Dafür müssen wir uns füreinander interessieren, uns für unsere Probleme interessieren. Denn wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Ich repräsentiere euch. Und dafür muss ich wissen, was ihr denkt und was ihr fühlt. Ich habe das nicht immer gewusst, aber oft habe ich gehofft, dass ich das weiß. Und ich hoffe, dass ihr mit meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin so geduldig und so milde und mit so viel Sympathie umgeht, wie ihr mit mir umgegangen seid. Ich danke euch sehr.